So, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann recht herzlich willkommen die Trainerstimmen und Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen den TuS in Lübbecke. 33:21 Endstand vor 5.385 Zuschauern zur Halbzeit 18:10. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste, 3 Tore Jens Bechtloff, 3 Treffer durch Vuk Lazovic sowie 3 Tore Christian Klimek. Auf Seiten des SC Magdeburg heute am erfolgreichsten Robert Weber mit 9 Toren sowie Michael Damgard mit 7 Treffern. Soweit diese statistischen Werte zum Spiel. Ich begrüße recht herzlich den Gästetrainer Goran Perkovac und bitte um sein Statement zum Spiel. Guten Abend an alle, Glückwunsch an Bennett und seine Mannschaft. Es war höchst verdienter Sieg heute, überhaupt kein Thema. Wir sind nie ins Spiel richtig gekommen von Anfang an, waren hinter dran und eigentlich die 2 letzten Spiele, die wir gut gespielt haben, müssten wir heute weiter unsere Teamspiel entwickeln und sich verbessern, habe das alles heute kaputt gemacht. Ich hoffe, dass wir dann in nächster Woche noch genug Zeit haben, um die Mannschaft wieder auf die Touren zu kriegen. Wir waren nie ebenbürtige Gegner heute. Es war für Magdeburg ein leichtes Training. Ein bisschen laufen und ein bisschen werfen und das war alles. Sie müssten sich gar nicht richtig anstrengen. Das ist schade. Wir haben uns einiges vorgenommen. Hier in Magdeburg wollten wirklich ein gutes Spiel zeigen, eine kämpferische Leistung zeigen. Wir haben ja gesehen, dass es gegen Magdeburg möglich ist. Leipzig hat das vorgezeigt mit einem sehr, sehr guten Arbeit in Abwehr, mit einem größeren Wille als einheimische Mannschaft. Das haben wir alles heute nicht gehabt und deswegen ist so ein Resultat. Resultat ist noch am Ende relativ gut, weil es hätte das auch höher sein können. Glückwunsch noch einmal und vor uns steht eine gewaltige Arbeit. Wir wissen das und wollen das Spiel so schnell wie möglich vergessen und weiter zusammenarbeiten. Dankeschön, Goran Perkovac. Ja, Bennett Wiegert, endlich ist es geknackt. Der erste Bundesliga-Sieg auch für dich. Wie sind deine Eindrücke zu diesem Spiel? Ja, guten Abend. Herzlichen Dank für die Glückwünsche, Goran. Wir nehmen die Danken an, freuen uns natürlich sehr über diesen Spielverlauf. Dementsprechend zufrieden sind wir auch als Mannschaft, nicht bloß ich, sondern als Mannschaft. Ich glaube, jeder in der Halle konnte heute sehen, dass wir unbedingt gewinnen wollen, was einfach die Grundvoraussetzung ist für unser Spiel. Wir waren sehr fokussiert von der ersten Minute, hatten vielleicht in den ersten 10 Minuten noch etwas Probleme mit dem Raustreten, mit dem Arbeit um den Kreisläufer, sind dann immer besser ins Spiel gekommen, haben eine ganz entscheidende Phase, wo wir, glaube ich, vom 6-5 auf einen 9-6 wegziehen und lassen es uns dann auch nicht mehr nehmen und bauen den Vorsprung kontinuierlich aus. Was mich natürlich sehr freut, dass wir auch in der Breite heute eine fantastische Leistung gebracht haben. Jeder, der heute reinkam, hat seinen Job zu 100% erfüllt, hat seine Rolle übernommen und hat sich komplett eingebracht, um dem Erfolg des Teams gerecht zu werden. Das macht mich sehr, sehr happy. Wir sind jetzt, glaube ich, angekommen in diesem Rhythmus, von Spiel zu springen. Das kann anstrengend sein oder ist bestimmt auch anstrengend, kann aber auch vom Vorteil sein, in diesem Spielfluss sein, in diesem Flow zu sein, den wir unbedingt beibehalten wollen. Das kommt aber nicht von alleine, das erarbeitet man sich auch in Trainingseinheiten, vor den Spielen, in der Spielvorbereitung. Ich habe das Gefühl, dass wir da deutliche Schritte nach vorne gemacht haben, gerade was den Fokus angeht. In dem Willen sowieso. Deswegen bin ich heute wirklich zufrieden und freue mich jetzt schon auf das EC-Pokalspiel gegen Granulers am Samstag. Auch ich würde natürlich so viel es möglich Zuschauer begrüßen wollen. Die Mannschaft braucht die Unterstützung. Wir haben auch heute wieder gesehen, was eine GTK-Arena ausmachen kann, die uns unterstützt, die uns hilft, die uns nach vorne peitscht. Das war ein schönes Gefühl. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, Bennett Wiegert. Vielleicht noch ein paar ergänzende Worte von sportlichen Leiter Steffen Stiebler. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ja, ich glaube schon, dass wir mit dem Spiel zufrieden sein können. Wir hatten natürlich Respekt vor Nettelstedt. Die haben die letzten Spiele auch einen Aufwärtstrend gehabt. Wir haben uns vorgenommen, den nächsten Schritt zu machen. Das ist uns gelungen heute. Ich freue mich halt auch für die Mannschaft, dass sie sich belohnt hat für die harten Trainingseinheiten, die jetzt die letzten Wochen anstanden. Und
Ja, ich glaube, dass das wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung war, ob Angriff oder Deckung, dass wir dieses Mal wirklich konzentriert von der ersten bis zur letzten Minute durchgespielt haben. Wir haben beide Halbzeiten gewonnen. Auch wenn man zur Halbzeit 8 Tore führt und dann weiter dran bleibt, das ist auch ein Zeichen und ist natürlich für das Selbstbewusstsein der Spieler ganz, ganz wichtig, auch solche Spiele zu spielen und dann eben dementsprechend auch zu gewinnen. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken bei den Zuschauern, 5.400 auf dem Mittwoch, das ist wieder phänomenal. Die Unterstützung war auch sehr gut und wir hoffen natürlich, dass wir das in den nächsten Wochen eben auch dementsprechend zurückzahlen können. Dankeschön. Danke, Steffen Stiebler. Jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Verantwortlichen. Ich sehe, es besteht kein Interesse. Denn vielleicht noch die weiteren Resultate vom heutigen Handball-Mittwochabend. Also Flensburg gegen DFK Leipzig 35-28. Die Rhein-Neckar-Löwen in diesem Pokalspiel, was nochmal wiederholt werden musste, gegen Melsungen 26-23. Und Kiel gewinnt bei Besiktas Istanbul in der Champions League mit 32-27. Soweit diese Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg. Recht herzlichen Dank. Wünsche den Gästen angenehme Heimreise nach Lübeck und uns dann ein hoffentlich erfolgreiches Spiel. Samstag geht's weiter um 17 Uhr. Bis dahin.